Glück, das frage ich mich auch. Tim hat sich dieselbe Frage gestellt. Und vielleicht hat er Antworten für uns. Was ist für euch Glück? Schreibt es unten in die Kommentare. Was macht euch im Leben glücklich? Aber ist das, was einen glücklich macht, auch das tatsächliche Glück? Weil das Bedürfnis stirbt in seiner Befriedigung. Und dann ist es ja irgendwie wieder vorbei. I don't know, man. Let's go. Schön ist es hier schon mal. Das sieht glücklich aus. Natur. Ausschlafen. Pretty motherfuckers mit einem broken heart. Früher ohne Chance und heute in die Charts. Baby, ich hol uns raus, hab ich schon gesagt. Nimm mich an der Hand, wir fliegen wohin du magst. Rieche nah, Weed und Dior, Drogen an Bord, Stewardess checkt, Ich guck verstehe nur. nicht alles. Weed und Dior habe ich verstanden. Ich finde es auch schön, wie die Pferde hier da sind. Ja, es ist schön. Es ist eine schöne Landschaft. Wo ist das? Ist das Italien? I don't know, man. Sorg, Psyche ist gefickt, wem erzähl ich das? Leben ist gefickt, aber ich lebe das. Zwei Pillen, ein Drink, das ist History. Denk ich an die Zeiten, fühle ich Misery. Ich krieg Geld für jedes Wort, Digga, das literally. Wir fliegen hoch, meine Fam ist immer hinter mir. Mir geht's gut, mir geht's schlecht, alles kommt zusammen. Ist schon gut, halt mich fest, rutsch dir aus der Hand. Ist schon gut, ist okay, fahr uns an die Bahn. 50 Stunden lang schon wach und im Blatt ein Und Gramm. jetzt rasiert er sich tatsächlich. Hab mich immer schon gefragt, was Glück ist. Hätte es längst schon gesagt, wenn ich's wüsste. Wind in meinen Haaren an der Küste. Zucker auf deinen Lippen und du küsst mich. Hab mich immer schon Oh, wie schön gefragt, das was. Piano hier hochgeht. Und scheinbar hat er auch keine Antwort darauf. Auf deinen Lippen und du küsst mich. Hab mich immer Ah, schon wie schön. gefragt, was Glück ist. Hätte es längst schon gesagt, wenn ich's wüsste. Wind in meinen Haaren an der Küste. Zucker auf deinen Lippen und du küsst mich. Sunny days, rainy days. Dankbar für alles, ich schluck den Pain away. Er schafft es auch gerade richtig gut, diesen Vibe rüberzubringen. Einfach von glücklich sein, aber gleichzeitig auch nicht genau zu wissen, was ist es eigentlich. Es ist gar nicht so greifbar. Und das bringt er vom gesamten Vibe, vom Video, über die Musik, über die Lyrics perfekt rüber, finde ich. Fühl mich wie Kobe, ich tweake fade away. Der Drink ist kalt, der Druck ist hoch, die 808s. Der Pulli und die Maske passen auf jeden Fall. Ja, und damit entlässt er uns einfach. Da ist keine direkte Antwort, was es ist. Wahrscheinlich ist Glück nichts anderes als ein Gefühl. Weil ich meine, so ist das Wasser an sich Glück. Wenn ich so sage, das macht mich glücklich, dann ist es meine Interpretation von Glück. Deswegen Glück ist eigentlich einfach nur ein Gefühl und gar nicht in Form von irgendwelchen Dingen, in die wir Glück reininterpretieren. Da, I don't know. I don't know, man. I don't know. Was ist Glück? So, das ist so, kann man so auf verschiedenen Ebenen einfach beantworten. So, das klingt jetzt alles so deep, aber irgendwie sage ich auch gerade nicht wirklich was. Aber weil ich es auch nicht greifen kann, so. Aber wenn wir mal die diepe Schicht rausnehmen und wir gehen einfach auf die Schicht oben drüber, so, wo wir eben unser Glück reininterpretieren in unser Leben, das ist für mich definitiv, dass ich mit meiner Familie gut bin, dass ich genug zu essen habe, dass ich einen Platz habe, bei dem ich hausen kann, dass ich meinen Computer habe. Ich liebe meinen Computer. Gute Gesellschaft, definitiv. Ja, und Gesundheit, Digga, das ist Glück. Und vor allem auch noch, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einem gefallen, die einem wirklich Freude bereiten. Ja. Und ich hoffe, dass ich das in Zukunft noch mehr machen kann. Mehr Zeit aufwenden kann, um die Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Ja. Also, ich habe nämlich auch in meiner Familie, ich habe eben gesagt, so, ja, ich will in meiner Familie, dass da auch so alles gut ist, so. Und ich sage, ja, keine Ahnung. Es ist nicht so gerade bei mir so komplett. Ich habe so mit einer Person Stress. Und das finde ich irgendwie ziemlich scheiße, so. Weil ich will gar keinen Stress haben.
Ich bin sehr harmoniebedürftig. Aber ich will auch nicht davon abhängig sein, ob ich jetzt Stress, also halt mein Glück zu sehr davon abhängig machen, ob ich jetzt mit anderen Personen Stress habe. So, ja. Vor allem aus meiner Sicht, natürlich sage ich, die andere Person macht mir den Stress, die andere Person sagt vielleicht das genaue Gegenteil. Ich mache den Stress und so. Es ist eher, dass man so dieses Aufeinanderprallen. Das fuckt mich tatsächlich gerade ziemlich ab. Und für mich habe ich jetzt so gerade herausgefunden, also kennt ihr das? I don't know. Mich dann so zu distanzieren. Nicht komplett so, aber eine Distanz aufzubauen und dann seltener mit dieser Person einfach Zeit zu verbringen. Nicht der Person das Gefühl geben, so, ich hasse dich jetzt und so, aber wenn so Leute irgendwie nicht klarkommen, zumindest für einen gewissen Zeitpunkt oder Zeitraum im Leben, dann ist so Distanz manchmal das Beste, was man einfach machen kann, weil sonst wird es so hitzig und vielleicht sagt man oder tut man Dinge, die danach nur noch schwerer zu verzeihen sind. Und dann finde ich es irgendwie leichter, so einfach mal Abstand zu nehmen und so. Und das habe ich heute jetzt für mich so beschlossen. Und allein, dass ich das so für mich beschlossen habe, hat mir das schon extrem viel geholfen, weil ich will auch nicht mit dieser Person dann ständig Verletzungen und so austauschen und so. Das ist scheiße. Weil ich will nicht, dass die andere Person verletzt ist und ich will auch selber nicht verletzt sein. Und ja, genau. Was ist Glück? Jetzt habe ich darüber geredet, so über die Abwesenheit von Glück. Oft weiß man, was Glück ist für einen, wenn man darüber nachdenkt, was einen nicht glücklich macht, nicht wahr? Ja, und jetzt konzentriere ich mich auf die Dinge, die mich glücklich machen. Und das ist dieses Video jetzt zur Vollendung zu bringen und dann morgen hochzuladen. Ich freue mich sogar morgen auf die Arbeit. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Ich labere jetzt einfach, I don't know, man. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich überlege vielleicht noch so andere Videos zu machen. Ich mache immer nur Reactions, aber ich könnte auch irgendwie Vlogs machen, keine Ahnung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Like und ein Abo da, gerne auch einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und danke für das Lied. Ist toll.